heute schauen wir uns Mattbilder an, so wie richtige Profis. Hochglanzbilder wären mir viel lieber, sozusagen. Papalapap, Opa, das ist eine glänzende Idee von Emil. Du hast heute Pause, gell? Ja, ich bin ja schon still. Ja, ich bin ja heute selbst nur ein mattes Bild, sozusagen. Nach der letzten Niederlage, oh je. Ich suche heute Trost bei den großen Meistern. Und wir sehen uns die Mattbilder von den großen Meistern an. Ich hab's schon vorbereitet, Tante Bernie. Aha. Tja. Emil, das sieht ja ganz hübsch aus, aber ich bin noch nicht richtig im Bild. Was wollen wir uns denn dabei ansehen? Das ist doch sonnenklar. Wir wollen jetzt Schach sehen üben. Tja, und wie geht das? Wir sind ja schließlich keine Hellseher, gell? Ein bisschen hat es schon damit zu tun. Pass mal auf. Das Mattbild zeigt, wie aus eigenen und gegnerischen Figuren ein Matt zustande kommt. Nun ja. Moment, also da brauche ich aber meine Brille, sonst blicke ich da nicht durch. Ja. Pass auf, Tante. Jetzt wollen wir mal sehen, wie so ein Mattbild zustande kommt. Hm? Also, Emil, du mach's mal nicht so spannend. Also, das ist eine Stellung. Und nun? Tja, Bernie, wie ich den Laden so kenne, sollst du den weißen König in ein paar Zügen matt setzen, sozusagen. Oh, wie was, Opa? Woher weißt du das? Doch, so etwas steht doch immer unter diesem Bildchen. Ja, aber nur eins stimmt nicht. Wir haben es nämlich auf den schwarzen König abgesehen. So, und woher weißt du das? Ich habe mich ja schon ein ganz klein bisschen, informiert. Ja, Emil. Bürschchen. Und überhaupt, bei diesen Knobelspielchen fängt Weiß immer an und gewinnt. Ja, aber wie? Das ist meistens eine harte Nuss. Unsere Dreisteins wollen heute Mattbilder üben. Das Thema der jetzigen Folge. Ja, und etliche Tiefenpsychologen glauben, dass ähnlich wie im Märchen auch im Schach König und Königin für Vater und Mutter stehen. Und der König, den es ja matt zu setzen gilt, das Ziel des Schachspiels, der ist eigentlich relativ impotent. Er kann nur mit kleinen Schrittchen trippeln, immer nur ein Feld weit, während die Königin ganz mächtig über das ganze Brett fegen kann. Und vielleicht ist es wirklich so, dass man im Schachspiel auf völlig unbewusster, sublimierter Ebene und ohne Schuldgefühle demzufolge den feindlichen König matt setzen kann, mit Hilfe der mächtigsten Bundesgenossin, nämlich der eigenen Königin, und dass sich hiermit irgendwie das ödipale Drama widerspiegelt. Viele Schachspieler sagen zu solch einer Deutung: Ach, ist das ein Schmarrn, Schachspiel macht einfach Spaß. Wir kommen jetzt zur Auflösung der letzten Hausaufgabe, und wenn wir noch mal einen Blick auf die Stellung werfen, dann sehen wir, Weiß hatte gerade die schwarze Dame erobert und ist also materiell jetzt sehr im Vorteil. Aber ich sagte euch ja schon, dass schwarze Figuren im Hinterhalt lauern. Der Turm auf H8, der Läufer auf B8, und die werden gleich große Dinge verrichten. Natürlich findet ihr dieses Beispiel wie auch alle anderen auch im Begleitbuch. Jetzt nämlich kann der Läufer B8 auf der Diagonale nach H2 wahre Wunderdinge wirken. Zuerst schlägt er einfach auf H2 den Bauern mit Schach weg. Der Läufer gibt jetzt dem König Schach und ist gleichzeitig vom Turm H8 gedeckt. Der König kann ihn also nicht schlagen, muss, ob er will oder nicht, ins Eck gehen und damit natürlich sich auf dieser offenen H-Linie, wo es also reichlich ungemütlich und zugig ist, sich dort bewegen, aber es bleibt ihm einfach nichts anderes übrig. Ja, und jetzt kommt es zum Abzug. Der Läufer, er hat so quasi seine Aufgabe hier verrichtet. Er geht jetzt wieder einfach zurück, und zwar nach E5 und greift von dort die Dame an. Ja, das wäre weiter nicht schlimm, denn die Dame könnte ja den Läufer einfach nehmen, wenn nicht gleichzeitig der Turm, der schwarze Turm, dem weißen König Schach bieten würde.
Ja, und da Schach eben immer vorgeht, muss der weiße König auf dieses Schach reagieren. Er muss sich wieder nach G1 zurückbegeben. Da steht er wieder. Aber jetzt ist eben wieder Schwarz am Zuge und kann jetzt mit dem Läufer die weiße Dame nehmen, sodass man sagen kann, am Schluss, Weiß ist wirklich ein betrogener Betrüger oder wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wir sehen nämlich, Schwarz hat jetzt noch 3 Leichtfiguren und Weiß derer nur 2, sodass also Schwarz materiell deutlich im Vorteil ist und natürlich auch sicher leicht die Partie zu seinen Gunsten entscheiden kann. Ja, und hier kommen wir zu einem Mattbild, bei dem Abzüge eine große Rolle spielen. Wir sehen, dass Schwarz die Dame mehr hat. Weiß hat sie schon geopfert, um diese gewaltige Angriffsstellung gegen den schwarzen Monarchen, der hier im Eck im Grunde einsam und verloren auf einsamer Flur dasteht, errichten zu können. Und die ganzen anderen schwarzen Figuren tummeln sich am Damenflügel und können ihrem Monarchen kaum zu Hilfe eilen. Während hier der weiße Turm ist mächtig auf die 7. Reihe eingedrungen, direkt dahinter lauert der Läufer und bedroht indirekt den schwarzen König, wenn dieser Turm einmal abzieht. Dann steht schließlich auch noch der Springer, Gewehr bei Fuß, um jederzeit eingreifen zu können. Und nicht zu unterschätzen, ganz im Hinterhalt, der Läufer auf C2, der die Diagonale B1 H7 kontrolliert und zum Beispiel dem König das Fluchtfeld H7 nehmen kann. Ja, und wenn man all dies sieht und manche Motive von Mattbildern schon etwas studiert hat, dann kommt man vielleicht auch auf den Zug Turm G7, G8, Schach. Ja, und das ist ein Doppelschach. Sowohl der Turm gibt dem König Schach, als auch der Läufer. Sodass also unbedingt der schwarze König ziehen muss. Er könnte jetzt nach H7 gehen, aber auch dort würde ihn schnell das Schicksal ereilen und er in einigen Zügen matt sein. Dann ist es vielleicht schon besser, noch diese Henkersmahlzeit mitzunehmen und den Turm zu schlagen. Aber auch hier ist sein Schicksal kein besseres, denn jetzt hüpft der Springer von F5 nach E7 und gibt dem König Schach. Dass er gleichzeitig auch noch mit dem Gabelmotiv die schwarze Dame bedroht, ist eigentlich schon gar nicht mehr so wichtig. Und der König kann nicht nach H7, denn da steht ja jetzt der Läufer C2, der durch den Springerabzug dieses Feld beherrscht. Und ebenso wenig kann er nach H8 oder G7, denn da ist der Läufer F6, der durch das Turmopfer jetzt freien Ausblick auf diese Felder erhielt. So ist also ein wunderschönes Mattbild entstanden. Damit du gleich im Bilde bist, Emil. Diesmal hab ich das Mattbild ausgesucht und ich spiele Weiß. Bernie, meinst du, das könnte dich retten? Schwarz oder Weiß? Grau ist alle Theorie, sozusagen. Okay, okay, Tante Bernie, Ladies first, aber guck doch mal. Schwarz hat doch viel besseres Material als Weiß. Hier, 6 Bauern. Aha, tja. So, ich hab nur 5. 2 Türme? Ja, dafür hab ich aber 2 schnelle Läufer. Und eine Dame. Wie denn, was denn? Spielt ihr Erbsenzählen sozusagen? Ja, eine Dame hab ich auch. Und einen Springer? Moment, ja sowas. Einen Springer hab ich nicht. Oh, verflixt, das habe ich ja gar nicht gesehen. Siehst du, Tante Bernie, so eine starke Figur mehr ist ein großer Vorteil. Ja, dafür bin ich aber am Zug und den habe ich mir gut überlegt. So, Dame schlägt Bauer. Schach. Na, das hört sich aber sehr unfein an für eine Dame, sozusagen. Stimmt aber. Ja, Tante Bernie sagte gerade, Dame schlägt Bauer und Opa meinte unfein. Aber das erinnert mich an folgende Geschichte. 2 Schachspieler trafen sich eines Tages unvermutet im Krankenhaus als Bettnachbarn wieder.
und es war nur die Möglichkeit, eine sogenannte Blindpartie zu spielen. Das heißt also ohne Ansicht des Brettes, sich die Züge zu übermitteln und eben die Stellung so vom geistigen Auge nur zu haben. Und der eine sagte auf einmal, Dame Bertha, Schlechtbauer Gustav. Und die Lernschwester, die dabei stand, ganz erschreckt und meinte, der Patient sei ein Fieberfantasien. Ach, der Gustav, der wird sich das schon nicht gefallen lassen. Naja, wie auch immer, wir wollen aber jetzt zu der Stellung zurückkommen, wo wirklich die Dame den Bauern schlägt. Ja, und hier haben wir schon die Stellung. Wir sehen, Weiß hat noch die weiße Dame und die beiden Läufer. Und Schwarz hat zwei Türme, also im Grunde zwei Qualitäten mehr, was allein schon ein materieller Vorteil ist, und obendrein noch den Springer auf die 7. Also Schwarz ist materiell sehr im Vorteil. Und wenn es Weiß nicht gelingt, binnen kürzester Zeit Entscheidendes gegen den schwarzen König auf C8 zu unternehmen, dann wird Schwarz sicherlich gewinnen. Und andererseits ist der König auch einigermaßen durch den Bauernwall vor ihm geschützt. Also es heißt für Weiß, diesen Bauernwall zu zerschlagen, wenn er überhaupt sich ihm effektiv nähern kann. Ja, und da Tante Berni hat es eigentlich schon verraten, Dame schlägt Bauer. Ja, und das deutet darauf hin, dass hier der Bauer C6 mit Schach geschlagen werden soll. Momentan gibt also die Dame dem König Schach. Nach B8 kann er nicht ausweichen, denn dieses Feld wird vom Läufer G3 kontrolliert. Aber andererseits kann ja der Bauer B7 die Dame einfach wegschlagen. B7 schlägt C6, aber jetzt kommt eben dieser andere Läufer aus dem Hinterhalt von F1 nach A6 und gibt dem schwarzen König Schach und gleichzeitig sogar Matt. Denn der König kann nirgendwo mehr hin. Die beiden Felder C7 und B8 werden vom Läufer G3 genommen. Ja, und hier sind seine eigenen Figuren ihm wieder im Wege, sodass er also rettungslos hier verloren ist. Ja, hier sehen wir eine andere Mattstellung vor uns. Und diese Stellung entstand in einer Partie zwischen dem deutschen Großmeister Wolfgang Unzicker und dem Neuseeländer Sarapu auf der Schacholympiade in Siegen 1970. Wolfgang Unzicker war ja jahrzehntelang einer der Vorkämpfer Deutschlands. Er hat wirklich deutsche Schachgeschichte mitgeschrieben und sich sehr um das deutsche Schach verdient gemacht. Und dieser Leckerbissen, der ihm jetzt hier gleich gelingen soll, ja, das ist natürlich immer besondere Freude im Leben eines Schachspielers. Scheinbar scheint es ja dem Weißen in seiner Haut nicht recht wohl zu gehen, denn der Springer auf D6 wird ganz unangenehm vom Turm D8 gefesselt, weil der König auf D1, der inzwischen nicht mehr rochieren kann, dahinter steht. Also die D-Linie kann dem Weißen durchaus zum Verhängnis werden, zudem der Springer D6 nicht nur vom Turm D8, sondern auch noch von der Dame B6 angegriffen wird und im Grunde verloren ist, sodass also auch jetzt ein Angriff, ein konzentrierter Angriff der schwarzen Figuren gegen den in der Mitte stecken gebliebenen weißen Monarchen droht. Aber Weiß ist am Zug. Und nach einigem Nachdenken, und sicherlich hatte er das auch schon vorhergesehen, konnte er Dame F7 G8 spielen und dem König Schach bieten. Ja, der König kann sich dessen eigentlich gar nicht mehr wehren, weil auch noch der Läufer auf C4 die Dame deckt. Aber schließlich gibt es ja noch den Turm auf D8, der die Dame einfach verspeisen kann. Aber damit die Fesselung in der D-Linie aufgeben. Also der Turm nimmt jetzt die Dame auf G8, aber hat sein König damit zunehmend eingesperrt. Der König ist jetzt ganz im Eck und das ist Motiv zu einem wunderschönen Mattbild, ja, was jeder Schachspieler nur allzu gerne gibt. Das sollt ihr aber zu Hause finden.